Hier nun ein Beispiel für Deviationsmomente. Wir haben es mit einem homogenen Prisma zu tun, dessen Deviationsmomente JYZ und JXY durch direkte Integration zu bestimmen sind. Die Dichte beträgt wiederum Rho und das Ergebnis ist wie immer als Funktion der Masse m zu bestimmen. Das ist ja offensichtlich etwas Unsymmetrisches. Das heißt, es werden die Deviationsmomente sicher nicht verschwinden für dieses XYZ-Koordinatensystem da. Aber man kann gleich wie bei den Flächenträgheitsmomenten ja immer ein System suchen, wo die Deviationsmomente verschwinden und von dort weg dann den Steiner-Anteil nehmen und zum Gesuchten hinrechnen. Dazu zeichne ich Ihnen das da ein, direkt in diesen Würfel, was wir machen. Und zwar, wir wissen wieder für diese Kante, wenn die Kantenlänge a ist, und zwar für beide, dann muss immer die x-Koordinate plus die y-Koordinate gleich a sein. Für das rechtwinklige Dreieck mit gleichen Seitenlängen, also gleichen Schenkeln, ist y plus x immer gleich die Schenkellänge a. Geht nicht anders aufgrund des Winkels. Sie können sich auch über Winkelfunktionen überlegen, aber, oder über einen Satz von Pythagoras. Das muss immer a sein. Das ist einmal ein Zusammenhang, den man nutzen kann. Und dann nehmen wir hier einfach wieder so ein infinitesimales Element raus. Sowas. Und dieses infinitesimale Element hat irgendwo einen Schwerpunkt, nämlich natürlich in seiner Raummitte. Und der hat Koordinaten, die natürlich abhängen von der Position, wo wir gerade sitzen. Ich zeichne Ihnen zuerst einmal, ja, die Höhe h steht eh da. Machen wir es daher. Das ist x sozusagen nach hinten. Und da ist jetzt genau dieses a. Was ist daher? Die Dicke von dem Ding ist dy. Und zu jedem y gehört natürlich ein x. Über das x plus y ist gleich a. Das heißt, wir sind an der Position x mit einer Dicke dy, kennen damit auch die Position y, weil wir a kennen. Und den Schwerpunkt von dem Element kennen wir auch, der ist nämlich x halbe, y und h halbe. Ja, weil wir sind an der Stelle y, infinitesimal, deswegen y, x halbe, weil der immer x in x-Richtung tief ist, das Ding, deswegen bei der Hälfte muss der Schwerpunkt liegen und x hängt von y ab und h halbe ist sowieso immer konstant. Das ist unser Schwerpunkt. Und alles andere ist gleich wie vorhin. Machen wir das jetzt nicht zu klein. Das heißt, wir brauchen wieder ein infinitesimales Massenelement, dm als Rho dv. dv ist, was ist dv? Parametrisiert in y, also mit einem dy. Ja, das kann man umformen, aber wir können zuerst einmal einfach das x als Funktion von y da dazu schreiben. Das muss man halt dann einsetzen. Ja. So, das x, haben Sie richtig gesagt, ist ein a minus y als y ausgedrückt. Und das über dy. Also mit dem infinitesimalen Stück dy. Das heißt, unsere Masse, die rechnen wir mal gleich voraus,
muss seinen Integral über genau dieses Rho dv, also Rho mal h mal a minus y dy, und integrieren tun wir jetzt von wo weg bis wohin? Y? Null bis a, genau. Ja? Also einmal ein Integral 0 bis a, rho mal h mal a dy, minus Integral 0 bis a, rho mal h mal y dy, ist also rho mal h mal a Quadrat für den ersten Beitrag. Wenn Sie das y integrieren, wird ein y und eingesetzt a ist a, und mit dem zweiten a ist es a Quadrat, minus rho mal h mal y Quadrat halbe, also eingesetzt a Quadrat halbe. Das heißt, unsere Masse ist rho mal h mal a Quadrat halbe. Ja, das ist einmal die Masse und die Deviation, das Deviationsmoment oder die Deviationsmomente. Vielleicht wieder infinitesimal hingeschrieben. Machen wir mal xy. Die mache ich jetzt, wie gesagt, mit dem Satz von Steiner. Nämlich ein dj x-y- das durch den Schwerpunkt dieses infinitesimalen Elements geht, den haben wir vorher g genannt, plus, Satz von Steiner sagt, Abstand x von g, Abstand y von g dm. Das ist der Satz von Steiner für das Deviationsmoment. Und jetzt ist nur noch die Frage, was ist xg und was ist yg? Yg ist y, xg ist x halbe, haben wir vorher gehabt. X ist ja wieder x von y, und auf der Hälfte nach hinten gesehen ist der Schwerpunkt. Ja. Und dieses Deviationsmoment da muss 0 sein, weil das geht durch den um die Achsen symmetrischen Schwerpunkt. Also bleibt uns nur der Steineranteil über, und der Steineranteil ist das x halbe mal y mal rho mal h mal x dy. Das ist das dm, und das andere ist x halbe ist xg und y ist yg. Also rho mal h halbe x Quadrat y dy, und jetzt muss man aber natürlich bedenken, dass x wieder von y abhängt, nämlich a minus y wieder einsetzen. Dann hat man rho h halbe a Quadrat minus 2ay minus y, plus y Quadrat, wenn man da das a minus y gleich quadriert, mal y dy, und das Integral durchgeführt, rho h halbe als Faktor konstant gegenüber y wieder rausgehoben, und in einer eckigen Klammer teile wieder die Integrale auf, nämlich a Quadrat y dy von 0 bis a zwei a Integral y Quadrat dy und
Integral y der dritten dy, alles integriert und Grenzen eingesetzt, gibt rho h halbe, a der vierten halbe minus 2 a der vierten Drittel plus a der vierten Viertel. Dann kann man es nur auf gleichen Nenner bringen. Auf ein Zwölftel geht es aus. Dann kriegt man nämlich rho mal h mal a Quadrat Zwölftel. Und wenn man raufschaut, was das m war, nämlich rho mal h mal a Quadrat halbe, dann sieht man, wenn man jetzt da einsetzt, dass das Ganze m mal a Quadrat Zwölftel ist. Analog geht das Ganze in die yz-Richtung. Das skizzieren wir jetzt nur mehr. Auch hier wieder ein infinitesimales dyz. Auch da ist es so, dass natürlich das um y'z', die durch den Schwerpunkt gehen, das Deviationsmoment wieder 0 wird und wieder nur der Steineranteil überbleibt, nämlich yg, dy, yg ist wieder y und zg ist konstant h halbe. Eingesetzt das dm, Entschuldigung, da habe ich ja dy geschrieben, da gehört natürlich ein dm her. Das dm setzen wir jetzt ein, das ist rho h Quadrat halbe a minus y für das von oben, das dm, y dy, das h halbe einmal vom z und einmal von oben das h. Und das integrieren wieder über 0 bis a, über die ganzen y's, liefert dann ein rho mal h Quadrat a der dritten Zwölftel, beziehungsweise nach Einsetzen der Masse ein m mal a mal h Sechstel. Das sind die Deviationsmomente.